Oh, ich Hallo. esse. Ja, das ist okay für mich, weil ich spiele ja. Ich spiele, du isst. Wir beide machen wichtige Dinge. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge, zu weiteren Folgen TSSS Stone Shard mit uns, der Tom Schirmer Super Show Supercast. Warte doch mal, die gute Erinnerung. Man muss helfen. Fast ja. Also Ich wollte verstehst du nur das, habe ich antworten. verstanden. Feind! Warte, der steht aber gerade. Wobei, wenn der Ja, das nicht. steht. Ich will nicht den Stein. Wobei. Der kommt so schnell wieder. Wenn der nicht weißt du wird, läuft er halt weg aus dem Stachelschaden. Allerdings ist er ein Opfer. Ich habe ein Ja, bisschen das hat mich Angst, eingedingst. weiter reinzugehen, weil ich ja nicht weiß, Ich wer würde weiter jetzt ist. aber, sobald du den nächsten Stein hast, ihn links neben ihn stellen, weil sonst kann er weiterlaufen. Wie viele Runden hast du noch? Wenn du zwei hast, kann ich in drei. Ja, die sollte mich nicht sehen. Weiter rein gehe ich nicht. Ja, er kann jetzt unten rum. Aber das ist genug Zeit für mich, um wieder Dinge aufzuladen. Ja, außerdem ist er vielleicht nochmal gestunt. Die sehen mich nicht. Jetzt kannst du unten noch schneiden. Das Problem ist, wenn ich den dagegen hau, habe ich die Erfahrung gemacht. Kommt das oft vor. Der hat immer noch zwei. Ja, weil er neu gestunt ist. Oh. Aber. Ja. Ho! Der arme Junge! Keine Er ist Chance. komplett behindert! Jetzt kannst du theoretisch ihn hart bumsen. Oh, jetzt ist er Und frei. noch einen Stein oben. Und Ja, dann und dann eben im zurückgehen, Tür Wechsel. zu resten für die anderen beiden. Bretter, Schild, Easy. Bauernbeil. Beil könnte Oh, gut sein, Ball. das Holzfällerbeil war zumindest ziemlich awesome. Ja. Hey Frank, hast du die Stacheln da gesehen, die Heidrich umgebracht haben? Och, Ja. ich glaube, das ist alles. Das Was war doch eine meinst du, hat denn Katze. das damit auf sich? Ja, keine Ahnung, Frank Rosin. Hunger ist immer 25 oder mehr. Wie sieht es mit meinem. Habe ich nicht Fleisch auch mitgenommen? Hast du schon gegessen? Ach, da habe ich halt Essen. Ja, stimmt. Apfel hält noch Boah, ewig. einfach Käse einmampfen. Voll geil. Ich glaube, ich nehme mal den im Zusammenhang mit dem Apfel für mehr Platz. Ja. Und dann. Ach, Schlügerleno! Gluck, gluck. Ja, so Gluck, gluck, muss gluck, gluck, das. gluck. Dann gucken wir. Hier können wir die Freunde sehen, Frank Rosin und seine hässlichen. Bauerntölpel. Ist nicht beide? Oh, das so. Nee, 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 ich will lieber nicht beide anlocken. Ach so, der sieht Solange dich dann es auch hier. nicht. Nee, Was ein der sieht mich Dummkopf. nicht. Dann Dummkopf. Oh, der war Meschugge. Aber weißt du, was traurig ist? Hast du ihn bumst? Ja, er ist behindert, Okay. sonst wäre er jetzt einen Schritt runtergekommen. Also, machen wir mal zu hier. Der Tisch lebt Ja. sogar noch. Fraß für die Du kannst Krähen. sogar gleich nochmal gegen den Tisch schauen. Fraß für die Krähen, sagt er. Ja, das ist er. Bogen, gib ihm, gib ihm. Die Frage ist, will ich dann nicht, dass er ein paar Mal auf mich schießt? Nein, wirst du nicht. Okay, dann mache ich Pause, dann mache ich einen Stein. Ich triff kein Dumm sein. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Du siehst ja, wenn er nach rechts läuft. Ist er noch nicht, also kannst du einfach den. Oh. Er würde nicht nach rechts Yes. laufen. Er würde natürlich durch wollen, aber ich sage nein. Der steht Ja, nicht warte unter lieber. einer Wand, oder aber er steht neben dem Stein. Aber, na, warte lieber. Ja, ich habe nur Hälfte. Oh. Jetzt. Oh. Hehe! Oh. Warte, da oben ist ein Tisch. Ich warte. Ach so, nee, Hey, warte. platz ihn doch. Nee, das zählt nicht. So. Da kann ich. Aber so kann ich auf mich schießen. Schießt aus dem Jahr. Weil, kann ich ja jetzt Und nicht selbst wenn abschießen. er zurückgestoßen. Wobei. Ich mach einen so. Ich krieg Pfeile. Oh! Ich krieg Pfeile. Easy. Er hat leider keine. Die droppen keine. Das ist ein bisschen traurig. Aber. Ich habe wieder zwei Plus gemacht. Ja. Das ist doch was Schönes. Magier sind hier drin schon krass. Die Taktik, die ich fahre, ist halt sehr hungerlastig, aber dafür haben wir ja Käse, wie blöd. Ah, das ist recht normal. Schmocken. Oh. Weiß er schon von mir? Suspekt! Jetzt hat er dich gesehen. Ja. Oh, geht nicht. Du kannst aber unten rechts nehmen. Unten rechts zu nehmen, ja.
Linkshänder? Ist er betäubt? Egal, Stacheln, du triffst ihn nämlich und du triffst beide. Nee, er ist eins zurückgestoßen worden. Oh. Darum ach so, warte ich nicht. Dann wie lange warte eine Runde. Er scheint betäubt, er hat sich nicht bewegt. Ja. Oh, jetzt ist Polen offen. Jetzt kannst du aber links neben ihn kurz einen Stein auch machen. Ich glaube, ich habe ihn wieder getroffen. Aber ich würde fast gerne. Ob die jetzt auch so dumm sind, ist die Frage. Nein, die nicht. Das dachte ich mir. Ja gut, egal, du kannst ihn, genau. Und dann gehe ich ein, so. Kommt er durch? Nee, doch. Nee. Perfekt. Egal, er ist, er kommt nicht rein. Ihn... Das hat ihm wehgetan. Ich darf halt nicht hier raus, da können noch mehr Freunde sein. Notfalls hast du noch einen Nahkampf. Du Scheiße, was ist denn mit dir? Stein unter ihnen. Das liegt daran, weil du eben absolut keine Rüstung hast. Du hast ja nur Magierzeug. Will ich ihn nicht lieber gegen die Wand boxen? Du kannst auch. Und. Ich hab nichts. Du kannst aber den Weg versperren. Nee, wie? Oh, so. Du kannst versuchen wegzulaufen. Ich glaube, ich hab. Schmerz minus. Moral, Vergiftung. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt Drogen reinsemmeln sollte. Was warst du nochmal? Vielleicht gegen Verblut noch was machen, sonst verlierst du Leben und kriegst nichts dazu. Ja. Ich muss ein Verband. Mhm. Egal, der Stein gibt dir wenigstens einen passiven Bonus. Vielleicht kriegst du durch den Stein genug Energie. Weil du bist ja schon auf 9 jetzt, durch die eine Runde. Ich brauch 14. Ja, aber schau mal, du kannst ihn jetzt nach unten locken irgendwie, indem du wartest. Ein, oder kann er schräg laufen? Ja, dann laufst du nach links. Schmerz ist aber nicht Heilung, oder? Also nee, das bringt nichts. Ich würde, ich glaube noch. Ich habe genau Energie ich, verloren. Warum? Weiß ich nicht. Egal, nach oben, weil der kann nicht schräg laufen. Der hat keine spezielle Waffe oder so. Lauf, aber lauf nach oben. Vielleicht kannst du nach oben. Vielleicht kannst du noch. Nicht nach da habe ich wieder. Achso, je näher ich dran bin, desto mehr Energie habe ich. Stachel. Oder so. Oder Stein gegen den anderen Stern. Obwohl, Stachel haut die da auch weg. Dann sperre ich mich aber ein. Also finde ich die Idee besser. Und jetzt dann gehe ich weg. Zwei weg. Und stachel ihn hier. Ja. Okay, je näher ich an dem Stein dran bin, desto mehr kriege ich davon. Okay, das war eine knappe Sache. Oh ja. Wie geht's mir so? Ich glaube, das rest dich einfach. Mir geht's ganz gut. Überraschenderweise. Ja. Obwohl der hat halt einen Doppelangriff-Crit gemacht, der Arsch. Ja, der. Ah ja, wo kommt der denn her? Oh! Oh, der. Kannst du ihn stunnen? Muss ich wohl. Du musst aber Stachel wahrscheinlich machen. Ja. Greifst du dich selber damit an? Ja. Tatsächlich. Das wusste ich nicht. Da habe ich. Egal, der eine kommt wenigstens nicht zu dir hin. Ich würde gern. Wie viel habe ich? Ich habe 1. Hat der mehr? Nein. Nee. Egal, du kannst ihn gleich nochmal gegen die Wand hauen. Aua. Hör auf. Greif ihn an. Nein! Warum? Ich wollte ihn angucken! Greif ihn an. Stein. Er wurde nicht gestunt. Muss hoffen. Nein. Greif ihn einfach. Was willst du gucken? Komm! Ja. Ich weiß nicht, was dir das Gucken überhaupt bringt. Ja, ich will halt gucken, wie viel Leben der noch hat. Ob ich irgendwas. Aber warum? Du hast jetzt keine andere Option außer angreifen. Ja, ich muss jetzt eine Runde warten und einen Stein genau vor mich stellen, oder? Ja. Oh, perfekt. Du kannst jetzt auch unter ihn stellen. Ja, aber was ist, wenn er nicht gedingt wird? Ach so, du kannst auch. Dann kommt er zu dir und dann kannst du immer noch Stacheln machen. Nee, Stacheln ist doof. Du Stacheln musst unter töten. Ihn. Nee, Stacheln du musst kann unter ich dann ihn. Machen. Genau, du musst unter ihn, richtig. Super nice, jetzt kann ich ihn zumindest fangen. Und zum Bogen wechseln. Er hat 3. Ja. Ausnahmsweise ist das wohl der beste Play. Ich könnte schon mal einen Schritt nach unten laufen. Oder so. Und dieses Mal nicht da resten, sondern in der anderen Ebene. Ja. Ich habe echt nicht gedacht, dass sie mich gesehen haben. Was liegt denn hier alles?
Weißt du was? Später. Ja. Und jetzt schau ganz mal ganz schnell eher, ja, ob du Salben. Ich nehme meinen Booty an und klatsch da ein bisschen Scheiße drauf. Oh ja. Salbier dich geil. Oh ja, überall drauf. Zum Glück habe ich so viel. Ich würde sogar den Rumpf noch ein bisschen mehr. Ja, dann ist das Bein aber auch wichtig. Ja gut, dann kannst du auch gleich noch, wenn Seite. Du noch hast noch eine, ich würde es unten rechts auf Bein machen. Die würde ich, glaube ich, mal behalten für den Notfall. Falls wieder ganz große Scheiße passiert. Wahrscheinlich werde ich jetzt durstig. Und hungrig auch. Aber der Schmerz geht langsam weg, was Gutes. Ja. Wundbehandlung plus 35. Das ist nur, wenn es kaputt ist. Ja. Dann hau ich mir eine Wasser rein. Und eine Queso? Ja, warte aber noch. Du musst eh noch resten. Bis auf 25 ist. Oder so. Ich lude jetzt. Pfeile. Also ein Geldbeutel. Da war vielleicht sogar ein Boss dabei. Bauernkappe. Nee, war's nicht. Die Bauernkappe. Du kannst den Geldbeutel erstmal mit deinem verbinden. Nicht so wirklich. Rechtsklick. Rechtsklick auf den. Jetzt kannst du den verarschen. Verpiss dich. Was bringt Med? Bringt das was gegen Schmerz? Durst runter, Vergiftung ein bisschen hoch, Schmerz runter, Moral plus macht dich betrunken, also soll ich nicht unbedingt im Kampf benutzen. Kannst du was? Nee. Frostresistenz, das ist ja toll. Du bist so billig. Was kannst du? Ist absolut nichts weg. Nichts wert. Dann gucken wir hier rein. Ich würde jetzt nochmal in den anderen Raum. Kurzbogen wäre noch interessant. Schon. Fallen entdecken, aber nichts entdeckt. Habe ich mich da aufheben können? Ja. Ne, warte mal. W. Das war mein alter. Ja. Das ist der neue und der ist kaputt. 28, aber der ist eh nicht so viel wert, wie dran steht, weil er die Händler nochmal. Aber das Beil vielleicht, ja. Okay. Dann will ich jetzt mal ganz kurz das hier drücken. Dich angreifen, ich mag dich nicht. Ja, und die Bücherregale, das sind auch oft mal gute Sachen drin. Aha. Zum Beispiel will ich vielleicht mit etwas Abstand reingucken. Ja. Kronen. Die habe ich gern. Nichts ist drin. Ich weiß warum nicht, ob ich alle Fässer aufschlagen will. Keine Fallen. Es sieht aus wie ein. Oh, links geht's auch noch weiter. Ah, ist eine Tür. Aha, aber das ist gutes Geld. Ja. Das ist gutes Geld. Das einzige Problem, was ich mit gutem Geld immer habe, ist, wo packe ich das hin? Ja, vielleicht da. So, fucker. Dein Schild ist kaputt gegangen. Ja? Feuerresistenz. Aber es gibt trotzdem noch einen Schutz. Ausweichen Chance gibt es tatsächlich runter. Und Energie runter. Und Energieregeneration runter. Und Schleichen runter. Ich glaube, das war's für dich, mein Freund. Hier hab ich reingeguckt, ja. Bitte nicht. Easy. Ich würde einfach. Er steht an der Säule. Allerdings ist es besser, wenn ich einen Schritt zurückgehe und ich ihn gegen die Säule prüge. Da sind zumindest zwei. Er ist behindert. Immer nice. Mein Stein ist kaputt gegangen dadurch tatsächlich. Oh, der hat aber viel Schaden gefressen. Ja. Steht der irgendwo gegen? Er steht auch hinter einer Säule, aber ich habe gerade keinen. Egal, warte noch. Ich will aber ein bisschen zurück. Ich kann ihn gegen den Stein klatschen. Dann ist er besiegt. Ja, ist egal. Der ist noch eine Runde, glaube ich.
Ja, ich würde trotzdem dafür doch sorgen, dass der weg ist, weil so viel kostet die jetzt nicht. Ich hasse das. Warten. Warten. Stacheln. Theoretisch, du kannst ja wegrennen im Notfall. Oh, ich warte. Und ihn gegen die Wand. Und noch einen Stein. Ja, er ist verdingst. Und der hat noch ein bisschen Leben, der hat mehr Leben. Du könntest, wie geht die Energie runter? Wieso geht mir die Energie runter? Habe ich Erhaltungskosten für die Steine? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Mach mal einfach einen Stein in seinen Weg, dass du einfach... Ich krieg Energie zurück. Ich würde gerne den Stein... Ich renne jetzt ein bisschen weg und klatsch ihn hier gegen die Säule. Hab dann nicht genug für Stacheln. Ich würde einfach weglaufen in die andere Ebene. Ja. Also die Steine haben Erhaltungskosten, merke ich. Und wenn die kaputt gehen, kriege ich wieder ein bisschen was davon zurück. Also dafür, dass die Steine so geil sind, lade ich die ein bisschen mit meinem eigenen Zeugs auf. Jetzt kannst du gleich nochmal einen Stein gegen die Wand. Töte ich dich damit? Nee. Und besoffen mache ich dich auch nicht. Nee, das ist 100%. Ich hau ab. Mach ein paar Schritte weg, ja. Was ja, dann? Der wird nicht kommen. Sonst wäre er ja schon hier. Und Hunger hast du auch. Ja, das Problem ist jetzt, der steht genau vor der Tür. Ach ja. Was mit dem Hunger ist, aber tatsächlich nicht wenig. Immer. Wie sieht es mit Durst aus? Das geht noch. Wir brauchen halt noch irgendwie eine Möglichkeit. Also Geomantie ist krass, aber dafür Mana. Oh, er steht nicht sogar in mir. Oh, ich würde ihn jetzt unglaublich gerne stunnen, gebe ich zu. Schade. Nein. Hat er, wie viel hat er sich geheilt? Gar nichts quasi. Dann aufs Maul. Erstmal kritten. Dolch, Arschloch. Dann machen wir den Stein weg. Das hat mir jetzt nichts mehr gegeben. Knüppel bauen, Kappe. Geldbeutel nehme ich. Den warte, hast du... das war der leere, oder? Cool. Ja. Du hast noch Schaden und so, bis easy wegmachbar ist. Ich mach mal auf 100. Ja. Das reicht mir erstmal, ist ja fast voll. Das war alles Bullshit. Jo. Gucken, ob hier einer steht. Sogar 0 drücken. Du brauchst theoretisch noch Platz für ein Reliquar. Eine Reliquia. Ja, und was der Boss vielleicht für Waffen droppt. Oh, warte. Keine Falle. Aber auch kein Dude. Was kannst du? Vergiftungsänderung. Gesundheitsregeneration. Was ist das darunter? Heilungseffizienz. Ist das der Ravioli? Teigtasche. Also, ist das wirklich? Was? Ja! Hunger minus 10. Easy. Ja, in dem Fall rein die Scheiße. Und Hungerresistenz. Alter, richtig geil, Teigtasche. Ja. Das nehme ich sogar auch mit. Ja. Einfach weil ich es fressen kann, sobald ich einen Kampf hatte. Okay, das macht den weg, das ist gut. Den raubt den Weg. Da hast du nicht mehr viele Optionen. Es kann sein, dass es aber noch eine komplette neue Ebene gibt. Hier bin ich noch nicht runter, hier habe ich ja nur den einen angegriffen. Null. Oh. Null? Okay, dann nicht. Achso, ja! Einen Schritt zurück. Also ich weiß. Ich bin der greift wahrscheinlich eh die Fässer. Oh, oh. Ich will es am liebsten tatsächlich das hier machen, dass ich nicht hinterherkomme und ich Zeit habe abzuhauen. Easy. Trotzdem Stachel? Ich meine jetzt ja. Ha! Kann ich zufällig? Das ist ja sogar besoffen. Und hat gut Schaden bekommen. Warten. Warten. Ja, auch mal. Oh! Du kannst. Warte. Mach. Da ist ja ein Stachel im Weg. Mach mal einen von den Steinen weg. Und vielleicht den pass auf, was auch, ich mach. Schade, ja, ich hab gehofft, dass es dann geht. Aber man muss ja nicht alles haben. Easy.
Weil ich glaube, die Steine, die sorgen auch dafür, dass andere Fähigkeiten billiger werden, was ganz gut ist. Also muss man immer abschätzen, was gerade schlau ist. Hasenfell. Es gibt also Hasenfell. Du. Wie sieht's Wie viel aus Hunger mit hast du? Hunger? Oh, aber Durst kannst du schon mal trinken. Oh ja. Wobei, ich esse mal das Ding, damit ich mir ein Ja. bisschen voll. Dann kannst du den Käse nach links und dann kannst du Hasenfell auch aufheben. Wobei, vielleicht ist der 4 groß. Oh ne, das ist 2 groß, das ist schön. Perfekt. Ich mache mal hier die Tür zu. Gehe hier hinter die Ecke. Und gut gefüllt mache ich hier ein Sitzerchen. Es ist immer noch Easy. gefährlich. Ich hätte gerne einen dritten Angriff oder so. Und irgendwie viel mehr Energie wäre cool hier. Ach Oh Gottchen. ja. Wir brauchen Kleidung für Energie. Oder noch mehr Skillpunkte. Das ist halt alles teuer. Schlossknacken.